In der Reihe 10 Fragen, 10 Antworten beschäftige ich mich heute mit dem Zweiten Weltkrieg und hoffe, dir damit einen kurzen Überblick über dieses wichtige Ereignis des 20. Jahrhunderts zu geben. Beginnen wir gleich mit der ersten Frage: Wann begann überhaupt der Zweite Weltkrieg? Der Zweite Weltkrieg begann am 1. September 1939 mit dem völkerrechtswidrigen Angriff von Hitlerdeutschland, das zu den Achsenmächten gehörte. Japan war auch ein Bestandteil der Achsenmächte, auf Polen. Also Deutschland griff Polen an. Daraufhin erklärten England und Frankreich, die zu den Kriegsgegnern der Alliierten gehörten, Deutschland am 3. September 1939 den Krieg. Damit war der folgenreichste und verlustreichste Krieg der Menschheitsgeschichte nicht mehr aufzuhalten. Zweite Frage: Wie verlief die erste Phase des Zweiten Weltkrieges? Vom Standpunkt der deutschen Armee und von Hitler sehr erfolgreich. Durch den Einsatz neuer Waffen, zum Beispiel schnelle Panzervorstöße, den sogenannten Blitzkrieg, besiegte Deutschland seinen Erzfeind Frankreich im Frühjahr 1940 nach nur 3 Wochen. Und das unter dem Hintergrund, dass gegen den gleichen Gegner als gegen Frankreich der Erste Weltkrieg nach 4 Jahren Stellungskrieg verloren wurde. Damit befand sich Hitler am Höhepunkt seiner Macht. Doch die Freude währte nicht lange. Bereits im Herbst des gleichen Jahres erlitt die deutsche Armee ihre erste Niederlage. Das führt uns zur dritten Frage: Welche Niederlage ist damit gemeint? Und zwar erlitt sie die Niederlage in der Luftschlacht über England, der sogenannten Battle of Britain, im Herbst 1940. Und Deutschland verlor nicht nur diese Schlacht, sondern sie verloren auch viele Flugzeuge, die ihnen dann in weiteren Feldzügen fehlte. Und die Hauptfolge war, dass Hitler seinen Plan verwerfen musste, seinen anderen Erzfeind England anzugreifen. Stattdessen wendete er seinen Blick nach Osten. Warum das nicht unbedingt eine gute Idee war, impliziert die vierte Frage. Warum endete der zuerst erfolgreich begonnene Angriff Hitlers auf die Sowjetunion, der am 2. Juni 1941 begann, in einem Desaster? Das hatte neben dem Größenwahn von Hitler folgende Gründe: Der in diesem Jahr frühe Wintereinbruch machte die Versorgungswege und Straßen unpassierbar, und das war verheerend, weil die deutsche Kriegsführung war ja auf die schnellen Panzervorstöße ausgerichtet und die versanken quasi im Schlamm. Zudem hatte Hitler und seine Generäle auch die Größe des Landes unterschätzt. Das heißt, die Vorstöße alleine nützten nichts, wenn die Versorgungswege derart lang waren, dass kein Nachschub eingelangen konnte. Und damit wundert es nicht, dass der Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs eben in der Sowjetunion zu suchen ist. Und zwar wird mit dem Wendepunkt bezeichnet die erfolgte Eroberung der Stadt Stalingrad. Das sagt uns auch schon der Name. Stalin war damals der Diktator in der Sowjetunion und damit war das eine symbolträchtige Stadt, die seinen Namen trug. Und diese nicht erfolgreiche Eroberung hatte noch zudem die Vernichtung der, und zwar die vollständige Vernichtung der 6. Deutschen Armee zur Folge. Und zwar am 2. Februar 1943 kapitulierte diese endgültig. Und das gilt als Wendepunkt des Zweiten Weltkriegs, weil damit war zum ersten Mal in einem aktiven Krieg der Vorwärtsdrang von Deutschland gestoppt worden. Um sich das zu verdeutlichen, was das für die Soldaten der 6. Deutschen Armee bedeutete: Hier muss man die Zahlen sprechen lassen. Von 300.000 Soldaten kehrten nur 6.000 Soldaten in ihre Heimat zurück. Auch an einer anderen Front waren die Entwicklungen ungünstig, um es vorsichtig zu formulieren. Und das führt uns zur sechsten Frage: Warum wurde die USA in den Zweiten Weltkrieg hineingezogen? Die USA, die ja lange eine Politik des Impeachment verfolgten, also sie wollten sich nicht einmischen in den Krieg, und
Dieser Gedankengang wurde jäh unterbrochen durch einen Überraschungsangriff der Japaner auf den amerikanischen Flottenstützpunkt Pearl Harbor am 7. Dezember 1941, der für die Amerikaner völlig überraschend kam, aber sie hatten sozusagen Glück im Unglück, weil das eigentliche Angriffsziel der Japaner die Vernichtung der amerikanischen Flugzeugträger fehlschlug, weil zum Zeitpunkt des Angriffs befand sich kein einziger amerikanischer Flugzeugträger im Hafen. Und das war sehr bedeutend für den weiteren Verlauf des Krieges, weil der Krieg war ein Seekrieg und da waren Flugzeugträger sehr wichtig. Drum verwundert es nicht, wie der Pazifikkrieg weiterging. Aufgrund der geballten Kriegsproduktion der USA und der verlorenen Flugzeugträgerschlacht um Midway, diese Schlacht war am 4. bis 7. Juni 1942 und hier verloren die Japaner die meisten ihrer Flugzeugträger. Ab diesem Zeitpunkt war eigentlich der Krieg für die japanische Armee schon verloren. Sie befand sich in der Defensive und führte einen aussichtslosen Krieg, den sie aber noch um Jahre verlängerte. Die kriegsentscheidende Operation fand aber nicht im Pazifik statt, sondern im Atlantik. Und das führt uns zur achten Frage. Was war die kriegsentscheidende Operation im Zweiten Weltkrieg? Die kriegsentscheidende Operation war die erfolgreiche Errichtung der Westfront. In der sogenannten Operation Overlord landeten die Alliierten in der Normandie in Frankreich am 6. Juni 1944, der sogenannte D-Day. Und ab diesem Zeitpunkt befand sich Deutschland in einem Zwei-Fronten-Krieg. Im Osten die Sowjetunion, die immer weiter vorrückte. Und jetzt im Westen standen eben die Alliierten. Hier hätte Deutschland noch die Möglichkeit gehabt zu kapitulieren. Das haben sie aber genauso wenig gemacht wie Japan. Die Kapitulation beider Staaten erfolgte erst viel später. Und zwar Hitler-Deutschland kapitulierte erst am 8. Mai 1945, wenige Tage nach dem Selbstmord von Hitler. Und man muss sich das so vorstellen, die Kapitulation erfolgte erst dann, als die russischen Soldaten und die amerikanischen Soldaten auf den letzten Meter vor Berlin waren. Also sie hatten praktisch schon ganz Deutschland erobert. Japan war in diesem Fall auch nicht besser. Japan kapitulierte erst am 2. September 1945 und hier erst nach dem Abwurf von zwei Atombomben auf die Städte Hiroshima und Nagasaki. Diese zwei Städte wurden vollständig ausgelöscht. Und das ist der Übergang zu dem traurigen Resümee. Zur 10. Frage, wie viele Opfer forderte der Zweite Weltkrieg? Der Zweite Weltkrieg forderte ca. 55 Millionen Menschenleben, darunter auch die systematische Ermordung von 6 Millionen Juden durch Hitler und die großflächige Bombardierung von Städten waren Folgen eines Krieges, der keine Menschlichkeit mehr kannte. Als Abschlusswort kann man formulieren, der große Unterschied zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg besteht darin, dass im Ersten Weltkrieg hauptsächlich Soldaten ums Leben kamen, während im Zweiten Weltkrieg auch sehr viele Zivilisten ihr Leben lassen mussten. Ich hoffe, das Video hat euch einen kurzen Überblick über den Zweiten Weltkrieg gegeben. Bis bald bei einem neuen Video.